herzliche Grüße aus Chemnitz vom Modestmarsch hier in Chemnitz. Zurzeit noch auf der Brückenstraße, dann abbiegend in die Bahnhofstraße. Frieden schaffen ohne Waffen, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja, einen speziellen Dank an die Trommler. Super. Danke. Wir sind das Volk, genau. Deutschlandkurier. Also ich habe jetzt mal mein Video unterbrechen müssen, ihr wisst warum, also Insider wissen das, wegen diesen Liedern. Aber gut, jetzt redet gerade jemand, jetzt ist es nicht ganz so schlimm. Also das ist das Video, was auf Chemnitzer draufkommt und ja, möchte ja auch hier die Atmosphäre so richtig rüberbringen und das ist ja das Gute. Aber wie gesagt, wenn dann immer Lieder drauf sind, die keine Demo-Lieder sind, dann kriege ich Probleme. Und das kann nicht sein. Genau, keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete, jawohl. Richtig, hallo. Hallo. Super. Alles kaputt zu machen in dieser Wirtschaft. Kommt endlich mit auf die Straße, schließt euch ab, bevor es zu spät ist. Denn das wird nicht mehr ganz so lange dauern. Ich frage mich, wo die Unternehmer sind, die allmählich pleite gehen und einer nach dem anderen. Nee. Ihr müsst doch nicht jedes Mal warten. Kommt vorher, geht auf die Straße, bevor ihr pleite seid. Nee, das ist doch kein Nöder. Bringt eure Arbeitskollegen mit, eure Arbeitnehmer. Kommt einfach auf die Straße für eure Zukunft, bevor man sie noch ganz zerstört, bevor die Armut noch weiter ausgebreitet wird. Denn sie ist da, die Armut. Sie trifft noch nicht jeden, aber schon immer mehr und immer viele. Und es werden auch immer mehr werden, ob Kinder, ob Rentner. Hier muss Schluss sein, unsere Steuergelder für unser Land, für die Kinder, für die Rentner, sichere Renten, so dass man davon leben kann, nicht erst noch irgendwelche Flaschen sammeln muss, betteln muss oder sonst irgendwas. Wer gearbeitet hat, hat eine ordentliche Rente zu erhalten, mit der er leben kann, ohne dass die extra nochmal versteuert wird, weil es ein bisschen zu viel sein könnte. Schluss damit! Wir brauchen eine Politik für uns, für das Volk. Ja, kann man nur unterschreiben, Rente, von denen man oder von der man leben kann. Das auf ist, ja. Gemeinsam mit uns als Demokratiebewegung, als Bürger. Aber es gibt so viele Politiker, die ja wie Fürsten von ihren Diäten, also schon alleine das Wort Diäten leben, also von den Diäten leben, fürstlich. Ich kriege schon wieder einen dicken Hals. Also wie gesagt, das war hier der Spaziergang. Er geht natürlich weiter, aber das ist jetzt erstmal für den Chemnitzer. Und die Atmosphäre wollte ich schon erstmal mit einfangen. Und ja, lade ich jetzt gleich hoch und dann geht es mit einem anderen Kanal weiter. Also, herzliche Grüße aus Chemnitz. Macht's schön gut und wünsche eine schöne Woche und man sieht sich auf der Straße. Tschüss!